Liebe Patrioten, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf der YouTube-Seite von Patriotisches Herz. Heute soll es um ein Thema gehen, das für mich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es um das Thema Corona-Impfung. So, dabei soll es darum gehen, ob die Impfung verpflichtend wird oder eben nicht. Also, zunächst einmal glaube ich nicht, dass es eine direkte Impfpflicht geben wird. Ich glaube nicht, dass Herr Spahn, Frau Merkel, Herr Lauterbach, auch wenn der es wahrscheinlich ganz gerne hätte, oder Herr Habeck oder wer auch immer sagen wird, entweder lässt sich impfen oder du kommst ins Gefängnis. Das wird nicht passieren. Definitiv nicht. Aber es wird eine indirekte Impfpflicht geben. Es kann einfach passieren, dass verschiedene Unternehmen, und die Lufthansa macht das ja schon, sagen, entweder du bist geimpft oder du kannst unsere Angebote nicht nutzen. Und das ist etwas, was gar nicht geht. So. Ich meine, bei der Lufthansa, okay, kann man sagen, ist ja nicht so schlimm, gibt ja genug andere Fluglinien, boykottiert einfach die Lufthansa, könnte man sagen. Das ist aber nicht das Rätselslösung. Richtig problematisch wird es, wenn man sich das mal an einem Beispiel durchgeht. So, es gibt viele Leute bei Patriotisches Herz, die wollen sich nicht impfen lassen. Patriotisches Herz besteht überwiegend aus relativ jungen Leuten. Ja, wir haben auch etwas ältere, aber der größte Teil, das sind junge Leute. So, jetzt haben diese jungen Leute vielleicht irgendwann mal Frau und Kind oder Mann und Kind meinetwegen. So, also sie haben auf jeden Fall ein Kind. Und jetzt soll dieses Kind für die Schule angemeldet werden. So, jetzt sagt die Schule, das geht nur mit einem gültigen Impfausweis. Dann könntet ihr zwei Dinge tun. Entweder ihr beugt euch und sagt, okay, dann lasse ich mein Kind halt impfen, dann habt ihr eure Prinzipien verraten. Oder ihr steht zu euren Prinzipien, aber dann kann euer Kind nicht in die Schule. Und wenn euer Kind nicht in die Schule kann, kann es nicht seine Schulpflicht erfüllen. Und wenn es seine Schulpflicht nicht erfüllen kann, dann gibt es ganz, 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 ganz tollen Spaß mit Onkel Jugendamt. Und man will keinen Spaß mit Onkel Jugendamt, weil das kann nämlich dazu führen, dass die euch euer Kind wegnehmen. So. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was euch wichtiger ist, mit eurem Kind zusammenzuleben, also dass euer Kind bei euch leben kann und ihr es aufwachsen seht, oder dass ihr zu euren Prinzipien steht. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich jemand, dem Prinzipien wichtig sind, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dann zu sagen, ja gut, dann gebe ich halt mein Kind auf. Das geht nicht. Das ist für mich nicht umsetzbar. Und so wird man dann indirekt gezwungen, sich doch für eine Impfung zu entscheiden. Ich erwarte und verlange von der Politik und fordere es auch, dass es ein Gesetz gibt, was ganz, ganz klar regelt, dass es keine Bevorzugung von geimpften Menschen gegenüber nicht geimpften Menschen gibt. Und ja, ich weiß, dass Herr Spahn und auch Herr Seehofer immer wieder gesagt haben, nein, nein, es wird keine indirekte Impfpflicht geben. Ja, ja, ja. Aber das Problem an der Geschichte ist, Herr Spahn hat uns auch immer erzählt, dass die Masken gar nicht so sinnvoll sind. Und dann hat er doch eine Maskenpflicht eingeführt. Deshalb, nein, das reicht mir nicht. Ich will ein klares Gesetz, wo es ganz klar geregelt ist, dass jegliche Benachteiligung von ungeimpften Menschen ausgeschlossen werden muss. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was ich fordere. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, wo auch das Wort indirekt eine große Rolle spielt. Und das ist das Thema Meinungsfreiheit. Ganz oft muss ich mir anhören, wenn ich sage, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dass das Blödsinn sei, weil wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden würde, dürfte ja die AfD keine Parteitage abhalten und auch wir von Patriotisches Herz dürften unsere Meinung nicht äußern. Das ist so nicht richtig. Das ist auch übrigens das Perfide an der ganzen Situation. Es ist nicht so, dass ich ins Gefängnis gesteckt werde, wenn ich meine Meinung sage. Ja, dafür müsste ich dann schon richtig Ursula Haverbeck-mäßig übertreiben. So. Es ist auch nicht so, dass ich erschossen werde, wenn ich meine Meinung sage. Aber ich habe mit gesellschaftlichen Nachteilen zu rechnen. Ich muss damit rechnen, dass ich den Job verliere, wenn rauskommt, dass ich patriotisch veranlagt bin oder dass ich gemäßigt rechts bin. Dann muss ich damit rechnen, dass ich den Job verliere. Ich muss damit rechnen, dass ich denunziert werde. Ich muss damit rechnen, dass ich gesellschaftliche Nachteile habe.
Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel mich gegen die Corona-Impfung stelle, ich dann beschimpft werde als Querdenker, Leugner und sonst was. Das ist übrigens ein Punkt, ja. Es macht mich unglaublich wütend, wenn mich jemand Corona-Leugner nennt. Ganz ehrlich, das macht mich aggressiv. Weil ein Corona-Leugner und ein Corona-Maßnahmen-Kritiker sind nicht dasselbe. So. Und deshalb fordere ich völlige Meinungsfreiheit. Völlige Meinungsfreiheit. Jeder muss sagen dürfen, was er möchte. So. Ohne dass er Angst hat vor gesellschaftlichen oder beruflichen Schaden. So. Es kann nicht sein, dass jemand, der die politisch korrekten Parteien in Anführungszeichen unterstützt, besser behandelt wird als jemand, der die AfD wählt. So. Deshalb die Justiz, die Arbeitgeber und die Gesellschaft dürfen Menschen nicht danach bewerten, was sie wählen. Und ganz ehrlich, ich würde das auch nie tun. Also ganz ehrlich, ich würde mich immer mit einem Linken oder Grünen unterhalten. Da habe ich gar kein Problem damit. Ja? Was spricht dagegen? Und wenn ich Personalchef wäre, würde ich auch einen Linken oder Grünen einstellen, wenn ich der Meinung bin, dass er für unsere Firma eine Verstärkung ist. Warum denn nicht? So. Das ist einfach mein Punkt zum Thema indirekt. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das? Befürchtet ihr eine indirekte Impfpflicht? Befürchtet ihr, dass es vielleicht sogar eine direkte Impfpflicht geben wird? Wie steht ihr zum Thema Meinungsfreiheit? Hat die Meinungsfreiheit Grenzen oder hat sie das nicht? Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, abonniert unsere Kanäle oder folgt ihnen. Wir freuen uns immer über Zuwachs. Wir sind in den letzten Tagen auch wieder größer geworden und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus für heute, ich bin der Florian. Hier schlägt das Herz des Patriotismus und einen wunderschönen Tag gewünscht.